Herr Fetzner, worin unterscheidet sich die neue Blue Storm-Reihe von bisherigen Donut-Belägen? Ja, die neue Blue Storm Belagserie unterscheidet sich dadurch, dass es eben ein sehr extrem dünnes Obergummi gibt. Das bedeutet auch, dass wir bei der Maximum- oder bei der Max-Plus-Stärke, wie wir es nennen, einen etwas dickeren Schwamm verwenden können und der Belag eben dann nochmal deutlich an Dynamik auch zunimmt. Sind die Beläge auf den Plastikball abgestimmt? Nicht speziell auf den Plastikball. Also klar, man orientiert sich auch, weil inzwischen ja auch mit Plastikbällen gespielt wird, aber in Deutschland gerade vermehrt ja auch noch Zelluloidbälle in den Vereinen gespielt werden. Also das ist ein Belag, der sowohl für den Zelluloidball als auch für den Plastikball geeignet ist. Wo liegen denn die Unterschiede zwischen den einzelnen Blue Storm-Belägen? Ja, das ist wie bei Donut gewohnt. Es gibt in drei Versionen. In der Z1-Version als schnellste und dynamischste Variante mit einer Schwammhärte von 47,5, einer flachen, breiten Noppenstruktur, was dem Belag eben dann auch die gewisse Härte und Dynamik verleiht. Dann gibt es die Z2-Version, das ist die mittlere Version, mittelharter Schwamm, großporiger Schwamm, eine etwas lange, dünne Noppenstruktur, was dem Belag an sich etwas weicher macht am Anschlag, beim Balltreffpunkt. Und dann die Z3-Version, diese Soft-Version, weiche Version, die eine Schwammhärte von 42,5 hat und ebenfalls eine lange, dünne Noppenstruktur, was dem Belag eben einen super Sound verleiht und ein fantastisches Ballgefühl vermittelt. Ist die Blue Storm-Reihe sowohl für Profis als auch für Amateurspieler geeignet? Ja klar, es muss jeder jetzt rausfinden, welcher Blue Storm für ihn geeignet ist. Das hängt ja auch ab von der Schwammdicke. Klar, die Max-Plus-Version, wie wir es nennen, ist natürlich für Spieler geeignet, die dann auch mit dem Belag umgehen können. Das heißt, da muss man schon ein gewisses Spielniveau haben, um diesen Belag dann zu beherrschen. Aber genauso kann ein unterklassiger Spieler mit der Z3-Version zum Beispiel in einer Schwammdicke von 1,8 super mit umgehen. Also ich denke, es liegt an jedem selbst, individuell für sich den richtigen Blue Storm zu finden.